Hey, hallo, ihr lieben Maybachs. Ich habe eine Überraschung für euch. Oh, mein Name ist Katrin aus Buxtehude. Wusstet ihr schon? Was passiert ist in der Zwischenzeit? Die Wappen von Hamburg ist wiedergefunden worden. Und heute oder morgen? Ich schicke euch das mal rüber. Ich wollte sowieso noch anklopfen und sagen, ja, die gesamte Geschichte erzählen. Das ist Hamburger Geschichte und die ist weltweit, sie ist weltweit das einzige ihrer Art. Ohne Christopher Wilson wäre es nichts geworden. Er hat mich gerufen und ich mache eigentlich PR für hier. Dafür mache ich hier PR, meine ich. Bisschen überkandidelt wird man ja wohl sein, wenn man auf einmal das Prachtstück sieht. Ich wollte eh vorbeikommen und mal fragen, wie es so geht. Wann passt es? In Hamburg. Ich weiß ja nicht, wie viele Filialen es noch gibt. Aber da ich eh zu Blumen und Fass muss, dachte ich mir, zeige ich es euch am besten. Und da werdet ihr hoffentlich gucken. Große Augen machen. Das haben sie nämlich alle getan. Niemand wusste, wo das Schiff geblieben war. Dabei hatte sie bei James Bond mitgemacht, bei Love Boat, bei... Sie ist ein Superstar. Denn 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu Wasser gelassen. Ja, und eure Dieselmotoren waren drauf. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich habe ja nur gedacht, ach, die sind alle besonders freundlich. Dann gehe ich einfach mal hin und frage, ob sie nicht einen übrig haben. Da habe ich gesehen, was das kostet. Aber darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen uns freuen. Und ich möchte eines Tages für die Leute ein Fest machen. So die eine oder andere Kleinigkeit waren da noch. Ich weiß nicht, ob das schon... Es waren an Deck. Wahrscheinlich Bullaugen oder ähnliche Sachen aus Glas, die man nicht mehr wiederkriegt. Und sie wollen das sehr authentisch restaurieren. Und wisst ihr, darf ich mal eben ganz, ganz höchstpersönlich werden, so, weil es mir auch so zu Herzen geht. Menschen zu sehen, die sich freuen, die sich was vorgenommen haben, ihre Zeit da reinstecken. In der konnten sie an ihren eigenen Projekten nicht so gut arbeiten. Aber da wird gefilmt, da sind Filmschaffende und ich möchte hier Filmfestspiele hochziehen in Hamburg. Auf einmal passiert es quasi, dass mir so viel Sachen zugetragen werden, da muss man doch adäquat antworten. Aber was denn? Wir gehören dann quasi die gleiche Familie. Es gibt ungeheuer viele Hamburger, die sich an den Tag erinnern. Sie wollte, die Hamburger waren so müde, erschöpft. Das waren sie ja nun überall. Durch den Krieg und das Ganze, was damit zusammenhing. Und sie haben sich ja solche Mühe gegeben. Aber sie konnten auch nicht mehr leisten als ein Mensch. Doch, sie konnten. Irgendwie konnten sie. Denn die Alliierten mussten sich besprechen. Dringend. Weil sie nicht so ganz wussten, ob man den Deutschen überhaupt noch jemals trauen kann. Ja, schon gar nicht bei Projekten wie dem da. Das war groß. Man hat uns nicht getraut. Das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Aber er hat geholfen. Und so viele erinnern sich jetzt dran. Leider habe ich es mit der Wirbelsäule also mal so ordentlich einen Knacks verpasst gekriegt. Und wäre vielleicht sonst auch ein bisschen schneller dort. Ich weiß nicht, ist das bei euch rollstuhlgerecht? Ich will euch so gerne was erzählen darüber. Denn das ist das perfekte Timing. Die Menschen trauen sich nichts mehr zu. Sie gehen aufeinander los. Die Regierung ist zerstritten und sowas ist vollkommen losgelöst davon. Ich gehöre auf gar keinen Fall irgendeiner Partei an. Das ist komplett überparteilich. Und irgendwann habe ich ein Büro dort. Sie wird auch nicht nach Hamburg kommen. Dafür muss sie erstmal noch ein bisschen überarbeitet werden. Seht euch auf dieser Seite The Aurora Restoration Project.
bitte an? Auf YouTube? Von was ausgegangen werden muss, wie sie aussah. Sie sollte abgewrackt werden. Ein paar Wochen später wäre sie abgewrackt worden. Und ich möchte, dass dieses Schiff so ziemlich in jeder Talkshow vorkommt, die dazu geeignet ist, den Menschen Mut zu geben. Dass, wenn man nur was gemeinsam macht, ein Wunder dabei rauskommen kann. Ich will nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier alles etwas übertrieben. Ich sehe sie bloß. Und dann weiß ich, dass das nicht übertrieben ist. Wie groß sind denn die Chancen, dass ein Schiff aus Hamburg auch mal im Privaten, also auch mal privat. Ich weiß nicht, wer das war. Aber es zählt für mich auch, dass sie nach Helgoland fahren konnten. Die Menschen hatten die Chance, auch mal Atem zu holen. Und man hat ihnen zugewunken und sich nicht beschmissen oder festgeklebt, zum Beispiel. Man hat sich für alle gefreut. Das war herrlich. Was mir Menschen erzählen von dieser Zeit, als sie sehen konnten, dass dieses Schiff sie gegen Helgoland führte. Und ich bin ganz sicher, das ging natürlich auch an Buxtehude und Stade vorbei. So ist der Weg nun mal. Manchmal wundert man sich. Das darf doch nicht wahr sein, denkt man da. Ein bisschen Recherche konnte selbst dieser Mann schaffen. Und er hat gesagt, er hatte keine Ahnung von Schiffen. Was zog ihn da wieder hin? Ja, und wieder. Und dann hat er gesagt, so, ich muss jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und hat das Schiff gekauft. Wappen von Hamburg wurde Aurora. Und wir waren am Recherchieren wie die Weltmeister. Ich hier drüben, wie gesagt, nicht so fit, aber von Herzen. Und auch ehrlich. Vielleicht mögt ihr mal schauen. Seht's euch doch an. Das kostet nichts. Das kann man von den anderen nicht sagen, aber sie stehen einander bei. Die halten ihr Wort. Erstmals, wie gesagt, eine Handvoll Menschen. Dann waren schon zwei. Und jetzt sind wir auf über 80.000. Ich habe also irgendwo nicht so viel falsch gemacht. Bitte. Kann ich dir nicht mehr vorbeikommen und das selber erzählen? Ich könnte Filmchen machen, da wo es erlaubt ist. Und es ihm zuschicken. Da könnte man doch bestimmt ein schönes Poster hinhängen. Das Ganze könnte ein Museumsschiff sein. Das möchte er gerne. Er möchte was hinterlassen. Und ich will nicht, dass das so behandelt wird wie irgendetwas anderes, das genau was höher ist als dieser Tower. Und ich habe keinen Büroraum. Haha. Aber ich möchte natürlich auch nicht immer nach oben rufen. Ihr schuldet mir noch eine Tasse Zucker. Was? Da bin ich nicht für. Ich finde das unromantisch, diese furchtbaren Kästen. Die prinzipiell auch nichts anderes sind als Containerschiffe. Das ist doch kein... Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die Linien, diese Führung, der Treppen. Schaut sich an. Sonst muss ich auch nochmal anrufen. Ja, sie hat sich solche Mühe gemacht. Und hatten Spaß dabei. Und die Frauen und Männer gleichermaßen haben sich ganz mit eingebracht. Musiker, Filmschaffende, Leute, die handwerklich begabt sind. Es wäre doch immerhin nicht zu viel verlangt, sich das mal anzusehen. Er erzählt das toll in Schritten. Da sind Filmchen gemacht worden von den einzelnen Etappen. Die kann man sich gern alle ansehen. Ganz besonders Ehrenmitglied, bitte, bitte. Wo ist der Chef? Wie heißt der überhaupt? Ich meine, ein kleines bisschen an Information bräuchte ich schon noch. Dann kann ich mich wenigstens wieder anständig hinsetzen. Und das geht nicht. Hier arbeiten Menschen für mich. Freiwillig. Die bekommen auch nichts. Obwohl, doch, tun sie. Sie gewinnen mein Vertrauen.
Davon müssen wir in der nächsten Zeit noch ein bisschen was aufbringen. Und vor allen Dingen müssen wir die Ergebnisse sehen. Dass wir stolz sein können auf das, was wir leisten, auch transatlantisch. Dann ist das eben keine Luftbrücke. Kann ja nicht jedes Mal ein Guppi irgendwo hinstellen, damit das Schiff da rein buxiert wird und hier rüber geflogen wird. Nur damit die Leute es sehen. Das geht nicht. Das wird man ja auch verstehen können. Aber wenn wir eingeladen würden, wären dann alle möglich. Ich brauche ein paar von den Leuten, die dann auch was sagen können darüber. Werden sie auch immer schön brav mit diesem Schiff regelmäßig mal unterwegs sein, beziehungsweise helfen? Die brauchen auch nur einen Schraubendreher halten oder sowas in der Art. Mir fällt nichts ein, weil das alles so großartig ist. Es ist ganz merkwürdig, wisst ihr? Jetzt sieht sich. Okay. Das hat sie auch verdient. Aber von diesem Schiff geht was aus, das die Augen zum Leuchten bringt. Auch als sie ganz armselig noch da war. Es ist, als wenn da jemand sagen kann, und jetzt mir bitte nicht vorwerfen, dass ich theatralisch klinge, wenn es geht. Als wenn da wirklich jemand Hilfe, hier hinten bin ich, gesagt haben könnte. Nur so konnte er sie auch finden. Seine große Liebe auch. Das da ist losgelöst von allem, was mit Politik zu tun hat. Hoffe ich. Und wenn man dem Schicksal, wenn es einem sowas präsentiert, sagen würde, später, ich habe jetzt keine Lust, keine Zeit, wir machen das demnächst, dann kann man es auch gleich vergessen. Oder müsste man mir minutiös und zwar ganz genau erzählen, wie man auf diese Einstellung kommt. Denn dieses Schiff spricht mit allem. Die Menschen bringen da Glück drauf und steigen glücklich wieder runter. Das ist ein Phänomen, was man gefühlt haben muss. Und da ich sowas kann, dachte ich mir, dass ich das mal losschicke. Ich hoffe, dass es unter uns bleibt. Aber ich werde Ihnen garantieren, Sie werden auf Ihre Firma stolz sein dürfen. Maybach-Motoren, Dieselmotoren, und die sind jetzt wieder so aus so ein Schnieke. Wenn es Ihnen nicht reicht, dann organisieren wir hier in Deutschland noch ein Rennen zwischen Ihnen und Rolls-Royce. Oder meinetwegen dann eben BMW und Mercedes. Irgendwas. Denk mir das aus. Oh, vielen Dank. Tschüss, Iron Man. Ja, wenn es danach geht und auf Ideen ankommt, dann muss ich niemandem was vorschlagen. Richtig? Ciao, Mignon. Überleg dir das gut. Die Mädels auch. Wir sind begeistert, so ein Satz, das könnte doch auch mal rüberwachsen. Und blame it on me, Katrin. Ja, ich habe mir vorher nicht die Erlaubnis geholt. Und wenn ich hier geholt werde, das macht mir doch nichts aus. Ich möchte es sowieso mal von unten sehen, eines Tages. Stellt euch da mal vor, könnten Leute die Nacht drauf verbringen. Festivitäten könnten dort stattfinden. Sie liegt in der Nähe der Blaubeerfelder. Und ich komme aus dem alten Land und ich kann die Himbeeren dazu spendieren. Jeden Tag frische Marmelade kochen. Zack. Und bitte sehr. Weil wir findig sind. Ich halte zum Beispiel sehr viel von... Oh. Ich komme vorbei und dann können wir mal was ausbrüten. Zur Freude aller. Genau. Ich hoffe, das ist angekommen. Tschüss.